Es ist für viele eine neue Freiheit. Man kann wieder ohne Maske einkaufen. Und man kann wieder 2 Stunden länger in Lokalen ausbleiben. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Am Ausgangspunkt der Pandemie in China gibt es wieder Abriegelungen von Stadtteilen. Es besteht Sorge vor einer neuerlichen Virusausbreitung. Und seit langem wieder erster Abflug einer Auermaschine vom Flughafen Wien. Unbeständig wird das Wetter morgen. So richtig haben wir uns an die Masken ja nie gewöhnt. Jetzt bei wärmerem Wetter wurde der Mund-Nasen-Schutz zunehmend unangenehm und viele Menschen haben in einer anderen Jacke oder im Auto ihre Maske vergessen. Beim Eintritt in fast alle Geschäfte ist das seit heute aber kein Problem mehr. Denn der nächste Schritt der Lockerungen ist nunmehr, dass die Maskenpflicht weitgehend fällt. Wir haben nachgefragt, wie sich das so anfühlt. Ohne Maske einkaufen gehen zu dürfen, das erweckt bei jedem andere Gefühle. Ja, eigenartig geht es mir heute damit, denn ich habe sie extra noch eingesteckt und fühle mich jetzt etwas verunsichert. Ich werde jetzt möglichst Abstand halten. Und jetzt, ja, ist wieder super, dass wir es nicht brauchen. Ja, also es ist keine Erleichterung, aber es ist halt wieder ein angenehmer Zustand in Richtung Normalität. Ja. Noch gibt es kein einheitliches Bild. Viele tragen die Maske, auch ohne Maskenpflicht. Es gibt mir Sicherheitsgefühl, überhaupt in geschlossenen Räumen, wenn viele Leute unterwegs sind. Ich habe ein neugeborenes Zuhause und ich bevorzuge, wirklich ein bisschen vorsichtiger zu sein. Die meisten Handelsangestellten sind jedenfalls erleichtert. Gott sei Dank, sage ich nur. Also in der Arbeit mit diesen 10 Stunden, 9 Stunden, was wir teilweise gearbeitet haben, ist eine Katastrophe. Mit dem Schwitzen jetzt im Sommer, Wahnsinn. Angestellte in Lokalen und Restaurants können noch nicht frei atmen. Für sie bleibt die Maske bis auf Weiteres Vorschrift. Man versteht die schwer, es wird sehr warm, unpraktisch. Die Beschränkung auf 4 Erwachsene pro Tisch fällt mit dem heutigen Tag. Die Sperrstunde wird auf 1 Uhr nach hinten verschoben. Aufrecht bleibt die Maskenpflicht außerdem in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Taxi, beim Friseur. Überall dort, wo man den 1 Meter Abstand nicht einhalten kann. Und im Gesundheitsbereich, beim Arzt, im Krankenhaus und in der Apotheke müssen nach wie vor Masken getragen werden. Masken verhindern die Virusausbreitung, aber auch die Vermeidung von Zusammenkünften sehr vieler Menschen. Eine solche Zusammenkunft hat es allerdings zuletzt bei einer Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt gegeben. Aber die Versammlung, die bei manchen Unbehagen hervorgerufen hat, war zumindest bis jetzt, wie sich zeigt, nicht infektionsfördernd. Das zeigt die Statistik. 11 Tage nach der Kundgebung sind die täglichen Neuinfektionen, wie man hier sieht, jedenfalls weiter stabil. Nur 26 waren es zuletzt in den letzten 24 Stunden. Die Statistik zeigt innerhalb der Inkubationszeit von 10 Tagen seit der Demo keine signifikanten Ausschläge. 50.000 Menschen gingen vorletzte Woche in Wien auf die Straße, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Viele mit Maske, einige ohne. In der Größenordnung von 10 bis 30 vielleicht könnte man davon ausgehen, dass Infizierte auf dieser Demonstration waren. Und das hängt dann eben davon ab, ob die mit Abstand und Maske waren oder nicht. Etwa 5% der Corona-Übertragungen finden nach aktuellem Forschungsstand im Freien statt. Falls sich Menschen auf der Demonstration infiziert haben, ist die Krankheit vermutlich schon ausgebrochen. Die stabilen Zahlen könnten daher ein Hinweis sein, dass es zu keinen Ansteckungen gekommen ist. Fix ist das aber nicht, denn es waren viele junge Menschen dort. Bei ihnen verläuft eine Covid-19-Erkrankung oft milde oder ohne Symptome. Das könnte sein, dass das Virus längere Zeit über manche Ansteckungsketten asymptomatisch sich nur zeigt. Und sich so länger unbemerkt weiterverbreitet. Erst nach 4 bis 6 Wochen könne man daher einschätzen, ob es bei der Demo zu Ansteckungen gekommen ist oder nicht. Auch Vertreter der Veranstaltungsbranche haben heute demonstriert, denn auch sie können verlorenes Geschäft kaum wieder aufholen. Daher fordern sie, ähnlich wie es sie für die Gastronomie gibt, finanzielle Unterstützung auch für die kommenden Monate, und zwar für das breit gefächerte Spektrum der Unternehmen in dieser Branche. Ob Künstler, Ton- und Lichttechnikerin, Security- oder Catering-Personal, die Veranstaltungsbranche umfasst die unterschiedlichsten Berufsbilder. Unter dem Motto, ohne uns ist es dunkel und still, möchte man ein gemeinsames Zeichen setzen. Was wir brauchen, ist eine Entschädigung für den Verdienstausfall.
und zwar sehr, sehr rasch. Unsere Regierung hat eine Aua gerettet mit 7.000 Mitarbeitern. In der Eventbranche stehen 140.000 Menschen mit Milliardenumsätzen im Moment vor dem Aus. Darauf müssen wir hinweisen und daran muss gearbeitet werden. Laut einer Studie des Instituts für höhere Studien erwirtschaftet die Eventbranche in Summe 8,9 Milliarden Euro an Wertschöpfung und sichert damit 140.000 Arbeitsplätze. Die Unternehmenslandschaft setzt sich überwiegend aus Einzelpersonenunternehmen und Klein- und Mittelbetrieben zusammen. Ganz konkret, Einpersonenunternehmen brauchen schnelle, rasche, unbürokratische Hilfe. Unsere Mitarbeiter für Klein- und Mittelunternehmen brauchen eine Verlängerung der Kurzarbeit über das Jahresende hinaus. Und insgesamt wird die Branche in irgendeiner Art ein wirklich branchenspezifisches Konjunkturpaket brauchen. Auch in den kommenden Monaten werden aufgrund der derzeitigen Corona-Auflagen viele Veranstaltungen aus wirtschaftlichen Gründen wohl abgesagt werden. Für einige der Betroffenen aus der Veranstaltungsbranche gibt es aber seit heute wieder Aufträge, wenn auch aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen nur sehr spärlich. Denn ab sofort ist es zumindest möglich, wieder Messen, Kongresse und Tagungen zu veranstalten. Mit vielen Auflagen zwar, aber ohne Obergrenze bei den Besucherzahlen, um die leeren Hallen wieder zu füllen. Noch sieht es in der Wiener Messe so aus. Das Corona-Notquartier schließt aber Ende Juli. Sobald die Hallen wieder frei sind, können sie wieder für ihren eigentlichen Zweck genutzt werden. Denn Messen, Kongresse und Tagungen sind ab sofort möglich. Wir drängen seit Wochen darauf, dass wir zu einer Lösung kommen müssen. Der Zeitpunkt mit Öffnung 15. Juni hat uns überrascht, aber hilft uns natürlich in den Vorbereitungen der Herbstmessen. Und vorzubereiten gibt es viel. So müssen etwa Besucherströme künftig gesteuert werden, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Es gilt ein Mindestabstand von 1 Meter. Kann der nicht eingehalten werden, gilt Maskenpflicht. Außerdem sind strenge Hygienevorschriften notwendig, besonders dann, wenn Speisen und Getränke ausgegeben werden. Und sollte eine Corona-Infektion auftreten, muss es klare Verhaltensregeln geben. Das wird ein für uns Aufwand sein, der in Hunderttausende Euro gehen wird, alleine für unsere Herbstmessen. Wir werden das vom Markt heuer sicherlich nicht zurückbekommen und für die Branche wird das ein schwerer Einschnitt werden. Bis der Messe- und Kongressbetrieb wieder zur Normalität zurückfindet, werde es noch Monate dauern, heißt es von der Branche. Und um das Wiederhochfahren all dieser Branchen sowie um die finanzielle Hilfe für Arbeitslose und Familien geht es derzeit im Bundeskanzleramt. Dort hat sich die Regierung zu einer Klausur zusammengefunden, denn für die weitere Arbeit in der Corona-Krise gibt es wenig überraschend kein Regierungsprogramm. In Corona-Zeiten ist nichts normal, auch nicht eine Regierungsklausur. Man bleibt im Kanzleramt, statt wegzufahren und freut sich über die kleinen Schritte zurück ins normale Leben. Lassen Sie mich zuerst sagen, dass es wunderbar ist, wieder mit Ihnen kommunizieren zu können, ohne diese trennende Plexiglaswand. Vieles, was man heute und morgen hier fixiert, ist schon bekannt, etwa die Einmalzahlung für Arbeitslose. Trotz Kritik bleibt die Regierung dabei, weil wir mit dieser Maßnahme bedeutend treffsicherer sind, vor allem dort, wo es um ganz geringe Einkommenssituationen geht. Diese Einmalzahlung von 450 Euro bekommen all jene arbeitssuchende Menschen, die zwischen Juli und September mindestens 2 Monate weiterhin auf Arbeitssuche sind. Auch Langzeitarbeitslose profitieren und Notstandshilfebezieher. Die Gemeindemilliarde gilt zudem künftig auch, wenn auf Ferienbetreuung gesetzt wird. Deshalb stellen wir 3% dieses Betrages, also 30 Millionen, für die Abhaltung von Sommerbetreuung zur Verfügung. Wir wollen es so unbürokratisch wie möglich gestalten, dass also angesucht wird, die Rechnungen eingereicht werden und maximal die Hälfte wird also hier zur Verfügung gestellt. Neben der Sommerbetreuung werden aber auch die Bauinvestitionen der Gemeinden vom Bund kofinanziert. Während im Alltag die Normalität langsam wieder Einzug hält, ist die Politik nach wie vor im Krisenmodus. Es geht darum, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise möglichst gering zu halten. Die dazu angekündigten Maßnahmen wie etwa steuerliche Erleichterungen finden sich zwar auch im Koalitionsübereinkommen, andere dort angekündigten Schwerpunkte sind aber jetzt auf der Wartebank. Und so bleibt es in Klimafragen, heute bei der Symbolik. Der Vizekanzler und die Umweltministerin sollen für ein strategisches Klimaschutzpaket sorgen, fordern Umweltorganisationen. Okay. Und dazu ist heute in der ZIP 2 Bundeskanzler Kurz zu Gast um 22 Uhr bei Armin Wolf.
Auch wenn es jetzt bei uns so positiv aussieht, was die Entwicklung der Infektionszahlen betrifft, international ist das nicht so. Vor allem im Ausgangsland dieser Pandemie werden jetzt wieder strikte Maßnahmen gesetzt. Behörden haben in Peking ganze Stadtviertel abgeriegelt, aus Sorge vor einer zweiten Welle. Es ging schon mal lockerer zu bei den Kontrollen, die man in Peking jeden Tag mehrmals über sich ergehen lassen muss. Aber nun ist mit dem Virus auch die Angst zurückgekehrt in die chinesische Hauptstadt. Die Angst, Peking könnte zur Hauptstadt einer zweiten Infektionswelle werden. Und das muss unbedingt verhindert werden. Immerhin ist hier das Zentrum der Macht in China. Und das hier ist das Zentrum der Neuinfektionen in Peking. Der Großmarkt Xinfadi im Südwesten der Stadt. Dutzende Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert worden. Die Märkte und auch die benachbarten Wohnbezirke wurden sofort abgeriegelt. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Tausende Mitarbeiter der Märkte werden einem Corona-Test unterzogen. Über den Großmarkt Xinfadi werden fast 90% der Pekinger mit Gemüse versorgt. Die Sperre könnte zu Problemen bei der Versorgung der mehr als 20 Millionen Pekinger führen. Sie hätten ausreichend Bezugsquellen direkt bei den Produzenten, also kein Grund zur Panik. Man werde das schon meistern, meint auch diese Kundin. Klingt entspannt, ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn draußen vor der Tür ist die Spannung fast mit Händen zu greifen. Peking darf kein zweites Wuhan werden. So haben es die Machthaber beschlossen. Und das wünscht sich natürlich auch die Bevölkerung. Berichtet Josef Dollinger und ihn begrüße ich jetzt in Peking. Josef, jetzt klingen etwa 45 Neuinfektionen nicht besonders beunruhigend. Und trotzdem haben die Behörden massive und weitreichende Maßnahmen ergriffen. Gibt es vielleicht Hinweise darauf, dass die Dunkelziffer viel höher liegen dürfte? Ja, das Problem in diesem Fall ist hier vor allem der Ort des Geschehens. Xinfadi ist der größte Lebensmittelgroßmarkt in Asien. Hier kaufen etwa 100.000 Menschen jede Woche ein. Das heißt, wenn hier ein Virus weiter verbreitet wird, dann ist die Gefahr groß, dass gleich die ganze Stadt angesteckt wird. Aus den 3-4 Dutzend Neuinfizierten können so schnell 10.000 oder gar Hunderttausende werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die meisten Neuinfizierten gar keine Symptome aufweisen. Was zusätzlich Sorge bereitet, ist, dass es hier offenbar sich um eine Mutation des Virus handelt, also dass man es offenbar mit einem neuen Typus, Virustyp zu tun hat. Was wissen Sie denn darüber? Ja, laut Experten ist es normal, dass ein Virus mutiert. Das an sich ist noch nicht besorgniserregend. Natürlich besteht Gefahr, dass bei einer Mutation ein Virus noch gefährlicher wird. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein, dass er harmloser wird. Was in diesem konkreten Fall hier in Peking passiert ist, ist leider noch nicht bekannt. Ein Pekinger Virologe hat am Wochenende behauptet, dass er aus der mutierten DNA erkennen kann, dass der Virusstamm aus Europa importiert wurde. Und diese Behauptung würde natürlich sehr gut zur Propaganda der chinesischen Regierung passen, die ja schon seit Wochen oder seit Monaten versucht, den schwarzen Peter anderen zuzuschieben. Josef Dollinger in Peking, vielen Dank für diese Informationen. Ja, und bei all diesen Corona-Nachrichten ist ein sehr langes, sehr dominantes Thema fast schon aus unseren Köpfen. Der Brexit, besser gesagt die Nachverhandlungen. Denn nach wie vor gibt es kein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Heute hat es dazu Beratungen auf Chefebene gegeben und ob da was weitergegangen ist, berichtet jetzt aus Brüssel Veronika Filitz. Türen auf und ein Stück aufeinander zu. Das war schon oft die Strategie, wenn es rund um den Brexit kompliziert wurde. Hier haben sich die EU und Großbritannien beispielsweise im Jänner zusammengesetzt, 3 Wochen vor dem tatsächlichen Austritt. Heute gehen die Türen virtuell einen Spalt auf, wenn sich die EU-Spitze mit dem britischen Premier Corona-bedingt per Video zusammensetzt. Wirklich zum Scherzen ist aber wohl niemandem zumute, zumindest in Brüssel nicht. Die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU sind bisher enttäuschend verlaufen. Und gelingt bis Jahresende kein neues Abkommen, droht der harte wirtschaftliche Bruch mit allerlei Handelshemmnissen. Heute einigen sich beide Seiten immerhin auf eine gemeinsame Erklärung. Die Gespräche sollen beschleunigt und intensiviert werden. Wir betonen unseren Willen, intensiv an einer künftigen Beziehung zu arbeiten, die beiden Interessen dient, denen der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union und der des Vereinigten Königreichs. Das Vereinigte Königreich will die Verhandlungsphase dafür aber weiterhin partout nicht verlängern. Auch das wird heute noch einmal offiziell festgehalten. Offene Türen können also auch schnell wieder geschlossen werden.
Der Ibiza-Untersuchungsausschuss muss weiter auf das Vorliegen des gesamten Ibiza-Videos warten. Der Anwalt des mutmaßlichen Organisators dieser Filmaufzeichnung von Strache und Gudenus hat zwar das gesamte Video dem Ausschuss angeboten, der Vorsitzende, Nationalratspräsident Sobotka, lehnt das aus rechtlichen Gründen aber ab. Julian H. gilt als ein mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos und sein deutscher Rechtsanwalt hat dem U-Ausschuss nun das komplette Video angeboten. Doch Wolfgang Sobotka, der zuständige Vorsitzende, lehnt ab, nur die Justiz dürfe solche Beweismittel liefern. Außerdem sei nicht geklärt, ob der Anwalt das Video nicht rechtswidrig erlangt habe. Dass es keine dementsprechenden Mittel geben darf, Beweismittel geben darf, ausgeschlossen sind jedoch solche Beweismittel, die durch eine strafbare Handlung oder durch die Umgehung sonstiger gesetzlicher Bestimmungen erlangt worden sind. Für die NEOS ist das absurd, handle es sich doch um genau das gleiche Video, das auch die Justiz liefern soll und wird. Für mich ist es rechtlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Der Untersuchungsausschuss kann Beweismittel von dritten Personen annehmen. Die NEOS wollen das Video nun selbst besorgen und vorlegen. Auch SPÖ und FPÖ kritisieren Sobotka. Das kann nicht in unserem Sinne sein und wir verstehen daher diese Vorgangsweise, wie sie gewählt wurde, nicht. Seitens des grünen Koalitionspartners versteht man die Aufregung nicht, denn die Justiz würde das Video ohnehin schon bald dem Ausschuss vorlegen. Wir kommen gleich noch einmal auf die Balearen zurück und berichten in der Sendung, warum deutsche Urlauber jetzt zum Test nach Mallorca fliegen. Gleich nach der Meldungsübersicht. Nach dem Tod eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz in Atlanta liegt nun der Obduktionsbericht vor. Demnach starb der 27-Jährige durch zwei Schüsse in den Rücken. Der zuständige Staatsanwalt will jetzt über eine mögliche Anklage gegen die beteiligten Polizisten entscheiden. Jenes Baby, das am Freitag in einem Teich in Freistadt gefunden wurde, ist ertrunken. Das hat die Obduktion der Leiche des Mädchens ergeben. Von der Mutter fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise. Die dänische Regierung plant Bargeldzahlungen an die Bürgerinnen in der Höhe von rund 8 Milliarden Euro. Umgerechnet sind das 1.380 Euro pro Person. Damit möchte der dänische Finanzminister die Wirtschaft wieder ankurbeln. Das Geld soll noch vor Oktober ausgezahlt werden. Bei Protesten in London hat ein Black Lives Matter-Aktivist einen verletzten rechten Gegendemonstranten aus dem Gedränge gerettet und in Sicherheit gebracht. Das Leben des Hooligans war in Gefahr. Er habe das getan, was man tun muss, so der Aktivist in einem Interview. Die Auer ist heute den ersten Tag wieder in der Luft. Auf den Wiener Flughafen ist Leben zurückgekehrt, aber das braucht einigermaßen viel Unterstützung der öffentlichen Hand. Ein 600-Millionen-Euro-Paket rettet vorerst die Fluglinie, die sich heute schon wieder über ganz gute Auslastung freuen konnte. Und das war heute schon in der Früh deutlich zu hören. Heute früh, 5.45 Uhr, Flughafen Wien. Spätestens jetzt waren die Passagiere hellwach. Weil sie die ersten Fluggäste der Auer seit Beginn der Corona-Krise waren, wurden sie schon in aller Früh von sichtlich erleichterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beklatscht. Das sind nette Geste, was sie machen, finde ich. Also, es ist für sie wichtig, dass wir fliegen und es ist für uns wichtig, dass geflogen wird. Groß ist die Freude auch bei der Auer. 7000 Arbeitsplätze und das Lang- und Kurzstreckendrehkreuz am Flughafen Wien sind vorerst gerettet. Dennoch stehen herausfordernde Zeiten bevor, wie die derzeitige Buchungslage bereits andeutet. Zum Beispiel haben wir am ersten Tag schon etwa 70% Auslastung. Das ist sehr gut. Wir sehen aber auch, dass wenn es um etwas fernere Zeiten geht, dass da noch eine hohe Unsicherheit ist. Also im Juli, im August, im September, da sehen wir kaum Buchungen. Unsicher ist auch die Zukunft der inländischen Kurzstrecke. Sogenannte Zubringerflüge, mit denen Passagiere nach Wien gebracht werden, um auf die Langstrecke umzusteigen, machen die Flüge für die Auer erst rentabel. Doch gerade Kurzstreckenflüge, vor allem von Wien nach Salzburg, Klagenfurt oder Graz, sollen reduziert werden, so der Rettungsdeal. Sie sollen auf die Schiene verlagert werden, wie das zwischen Wien und Linz bereits der Fall ist. Erster Abflug nicht nur aus Wien-Schwechat, heute gab es auch die erste Ankunft eines Ferienfliegers auf Mallorca. Und selten zuvor hat man sich dort wohl so sehr auf Gäste aus Deutschland gefreut. Aber genau genommen sind es Testgäste. Die Vorhut kann zwar schon einmal Urlaub machen, stellt aber doch nur den Probelauf dar, wie mit den größeren Massen im Sommer dann umzugehen ist.
3 Monate hatten die Hoteliers auf diesen Tag gewartet. In den Unterkünften wurde am Vormittag noch geputzt und desinfiziert. Das Personal ist auf Sicherheit gedrillt und bereitete den Gästen einen begeisterten Empfang. Für viele Familien, die vom Tourismus leben, ist es der erste Lichtblick in der von Pleiten bedrohten Branche. Ursprünglich war ein 2-wöchiger Probelauf geplant. Man wollte die Sicherheit der Hotels testen. Inzwischen hat die Regierung in Madrid aber für nächste Woche die Öffnung aller Grenzen angekündigt. Ministerpräsident Sanchez will im Kampf um die europäischen Urlauber den Konkurrenten in Italien und Frankreich keinen Vorsprung gönnen. Der Gesundheitsminister betont, Maskenpflicht und Sicherheitsabstand gelten bis auf Weiteres. Sein deutscher Amtskollege warnt vor dem gefährlichen Partytourismus. Und jetzt darf nicht Ballermann sozusagen das nächste Ischgl werden. Der Ballermann. Auf der berüchtigten Partymeile von Palma fließt zurzeit kein Alkohol. Einheimische Familien haben den Strand zurückerobert. Seit langem versucht Mallorca, seinen Ruf zu verbessern. Der Wiederaufbau des Sektors nach der Corona-Krise gibt auch dazu Gelegenheit. Die Fernreisenden können also aufatmen und auch Kinder und Jugendliche, die hier bleiben und auf Sommercamps fahren wollen. Denn jetzt ist klar, wie die Regeln dafür sind. Keine Maskenpflicht und auch die Abstandsgebote sind noch einmal entschärft worden. Gemeinschaftserlebnisse ohne Mund-Nasen-Schutz, das geht im Sommercamp. Auch den Mindestabstand müssen die Kinder und Jugendlichen nicht einhalten. Die neuen Corona-Regeln für Ferienlager sind eine große Verbesserung, meinen auch diese Betreiber eines Zeltcamps im Waldviertel. Das ist die große Erleichterung auch sehr bei uns da. Man kann definitiv was anfangen damit. Letzte Box, Fingerfarben. Nur noch 3 Wochen haben Sie und andere Veranstalter jetzt Zeit, um alles vorzubereiten, ein Corona-Präventionskonzept auszuarbeiten und die Betreuerinnen und Betreuer zu schulen. Ein Wermutstropfen ist, dass Kleingruppen von 20 Kindern gebildet werden sollen, die zu den anderen Gruppen Abstand halten. Das sei in Ihrem Camp mit rund 70 Kindern und Jugendlichen schwierig. Vor allem auch was Freundschaften, die auf einem Camp dann erst entstehen, betrifft. Bei uns ist es so, dass viele Kinder sich gegenseitig soziale Unterstützung bieten. Das sehen wir im Moment noch sehr schwierig, wie das dann im Endeffekt durchzuführen ist. Trotz dieser Hürden, Ihr Camp soll auf jeden Fall stattfinden. Viele andere sind wegen der Unsicherheiten in den letzten Wochen aber bereits abgesagt worden. Trotzdem aber einige wichtige Schritte zurück zur Normalität, über die wir heute berichtet haben. Und das tut jetzt gleich auch der Sport. Denn Dominic Thiem hat in Belgrad ein Turnier gewonnen und das eben auch wieder vor Zusehern. Mehr dazu erfahren Sie gleich im Anschluss. Zuvor noch Markus Watzak mit weniger guten Nachrichten. Wir beide verabschieden uns. Schönen Abend noch. Bis morgen. Auf Wiedersehen.